Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich weiß nicht mehr genau, wo es zum Lavagebiet geht, weil ich die Boje an der falschen Stelle gesetzt habe. Ich hätte sie am Eingang setzen sollen. Und hier dagegen muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil hier der große Blaue rumhackt. So. Das hier unten. Guck mal, hier sind sogar heiße Quellen. Ist hier. Der große Blaue kriegt jetzt auf die Fresse. Nee, doch nicht. Gut weggekommen, Junge. Ach, Mist, Junge. Bleib doch mal hier, ich will dich mal scannen. Ja? So, den großen wollte ich immer schon mal scannen. Danke. Kannst weiterziehen, wirklich. Kannst weiterziehen. Ich habe kein Interesse mehr an dir. Hier unten ist, wie gesagt, heiße Quelle. Das ist schon mal schick. Hier könnte ich das Ding aufladen. Und gleichzeitig bräuchte ich, wie gesagt, einen Ort. Oh, ich glaube, hier ist es. Jo, hier ist es. So, machen wir ein ganz offizielles Ding draus. Wo ist er? Gut, Stelle markiert. So, Stelle doch wieder gefunden. Ach, herrlich. Und hier, bei den heißen Quellen. Oder zumindest kommt hier Rauchschwarten raus. Ich weiß nicht, ob das reicht. Müsste es doch klappen, dass ich Zyklop hier aufladen kann. Der kann doch thermische Energie gut gebrauchen. Schnell, schnell, schnell. So, also zu Boje Nummer 3 und von Boje Nummer 3 dann zu Boje Nummer 2. So machen wir das. Boah, würdest du jetzt einsteigen? Ich höre den da draußen, wie der da Geräusche macht. Und du steigst nicht ein. So. Ist gut, ist gut. Kein Grund für Schräglage, wirklich nicht. Hey! Wer macht hier Quatsch? Müssen wir gucken. Müssen wir mal sehen. Sehe ich das richtig? Lädt er jetzt richtig auf? So. Müsste mich mal um das Leck da draußen kümmern. Ja, genau das hier. Frage ist bloß, reicht diese Nähe diesen Dingern aus? Was ist los? Wo ist denn hier rotes Licht?
Reicht das aus? Okay. Also 59 hat er jetzt. 59. 60, es reicht aus. Gut. Gut, gut, gut. Was essen? Achso, kann ich mir durchlesen hier von dem Riesenvieh? Randum. Extreme Drohung. Rand meiden. Danke für den Hinweis. Komm ich hier eigentlich wieder gut rein? Ja, ja. Das klappt schon. Das klappt schon. So. Kurz hier reingucken. Zwei Wasserflaschen. Passt. Stasegewehr dabei. Falls ich mal dem Großen eine verpassen will. So, alle hopp. So ein Ding habe ich schon. Das war so ein Krakenvieh. Ich bin schon wieder verirrt. Es ist echt schwierig, sich mit diesen Dingern zu orientieren. Ja, Boje 1. Kommt, denkst du an was anderes? Bist du schon wieder vom Weg abgekommen? Ha, ha, ha. So. Mal hier lang. Steckt fest. Ewig. So riesig und steckt fest. Los. Jetzt will gar nicht weiter. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wo ist denn diese Basis von den Typis? Na, ich gehe einfach weiter nach unten. Irgendwo wird die schon sein. Ja, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist schon grün. Da ist schon grün. Wusch, wusch. Der hat ja zum Glück auch sowas mit Wärme, Energie. Ach, das ist schön. Muss ich nicht mehr darauf achten. Na gut, ein bisschen muss ich noch darauf achten, aber... Auf einer bestimmten Temperatur geht das alles wieder hoch. Oder besser gesagt nicht wieder runter. La-di-da-di-da. So, hier musste ich nach rechts. Ja, schwefeliges Zeug. Das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig. Na gut, es ist schon noch alles wichtig. Aber auch in erster Linie erstmal ja Heilung. Und dieses... Oh, das nervt immer. Das ist ja dann immer so... Und nach Heilung kommt dieses ionisierte Zeug. So, hier war da hier dieser der schwache kleine Phantom-Typi. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn das einfriert. So. So, genau, hier ist der Knochenkopf. So. Ach, und puff, schon wieder Energie gekriegt. Schön an dem heißen Ding lang. Ja, schon wieder. Ist das herrlich. Jetzt noch einen Weg gebe, hier unten gut an Flüssigkeit zu kommen.
Das wäre ein Träumchen. Das wäre ein echtes Träumchen. So. Aber ist immer, wo ist ein Phantomklaus? Ich bin noch gar nicht genervt. Ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. So. Ja, alles schick. Jetzt mal hier lang, glaube ich. Da ist es irgendwie unten. Wenn ich nicht vorher hier irgendwie. Ah. In der Richtung liegt's, aber ich glaube, ich gehe den falschen Weg. Ich gehe wieder nach oben. Geht doch immer weiter bergab. Kann man hier eigentlich irgendwas mitmachen? Nö. Dann, ajop. Fällt mir gerade ein, wenn man so ein kackendes Riesenvieh in klein wäre auch schick für die Basis. Und es immer perfekte Grundlage für Bioenergie hergibt. Ist doch der Hammer. Das kackt und dann habe ich richtig viel Energie. Und das liegt ja keine kleinen Häufchen. Das liegt ja Rieseneier. Wo ging es denn hier weiter runter? Auch so ein ganz voller Moment. Jetzt bin ich schon hier unten. Man weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Ich musste doch hier an diesen Lebensbäumen vorbei. Ja, das geht ein bisschen mit Tempo hier. Ja, da sieht so aus, es geht weiter nach unten. Aus. Oder war hier der Riesenklaus? Kann auch sein, dass der hier war. Riesenklaus? Bist du hier? Lass dich zeigen. Wirklich. Ich würde jetzt auch nicht mehr nach oben abhauen, weil das Ding kann ich ja jederzeit hier wieder auftanken. Und Wasser habe ich eigentlich auch dabei, obwohl es nicht mehr so viel ist. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Aber ich kann ja so einen Gelsack mitnehmen. Komm schon, nicht die ganze Zeit eingefroren sein, ne? Ein Gelsack bringt ja auch Flüssigkeit. Gelsäcke. Die ollen Säcke. Gibt's ja hier unten. Siehst du, da sind gleich zwei. Spare ich mir noch ein bisschen meine Wasserflaschen auf. Indem ich einfach euch presse. Ja gut, ist nicht viel. Aber macht schon was aus. Dum, 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 dum. Ach, ich habe hier ganz vergessen. Dass das ja eine ganze Weile dauert, bis man unten angekommen ist. Ah. Naja, gut. Ich nehme ich noch mit. Ist hier noch einer? Na, in der Nähe? Nö. Wie gesagt, nur ein bisschen die Flüssigkeit hochzuhalten. Ich möchte nicht gleich die ganzen Wasserflaschen aufbrauchen, weil ich braucht bestimmt eine Weile hier unten. Hier gibt es bestimmt was zu entdecken. Und da möchte ich nicht gleich wieder hochflitzen müssen, weil der Junge durstig ist. Also ein Fisch zu grillen bringt ja auch irgendwie Flüssigkeit.
muss man alles nehmen. Eben auch Gelsäcke. Hopp, hopp. Siehst du? Passt voll. Schicke Sache. Das dank Gelsäcken. Sup, 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 sup. So. Ja. Meine Witze, es geht ja noch eine ganze Etage nach unten. So, jetzt sind wir schon mal bei der Boje. Bedeutet gleich wird's heiß. Unten wollte ich die A1 nicht setzen, weil da dieser Warper-Knilch war. Ja, siehst du, das meinte ich. Schon höre ich ihn. Die olle Nudel. Hier unten bin ich schnell unterwegs. Da kriegst du mich nicht, du blöder Warper, du. Mensch, das mit der Energie ist aber wirklich nice. Ja, 100. Wenn es richtig heiß ist, wird das Ding nie alle. Schicke Sache, du. Ziemlich, ziemlich schicke Sache. Fällt mir ein. Sorry, das muss ich jetzt machen. Aber Kupfer ist zu Hause fast alle. Jetzt will ich jetzt ein bisschen was noch auf Reserve habe. Kupferabbau. Na komm. Hast du geschafft, Junge. Ja, da kommt auch richtig viel raus. Das ist schick. Bei diesen blauen Dingern echt eine Glückssache. Ja. Jetzt aber gleich gut. So. Gut. Da vorne ist ein Warper. Tricks-Typi. Und ist noch mehr Kupfer. Mich bloß in Ruhe. Schön an ihr vorbei. Hier möchte ich sein. Wo es hier unten aber weitergeht, würde ich mal speichern, oder? Jo, ich speichere mal. Guck mal ganz kurz an die Uhr. Oh, boah, wie gut geht noch. Hey, was ist Scan war? Gib's zu. Oder auch nicht. Hey, habe ich nicht gerade ein Scan-Symbol gesehen hier irgendwo? Hab ich so geirrt? Okay, dann habe ich mich geirrt. Oder konnte ich, war das das Greifen-Symbol? War so schnell vorbei. So, ich bin jetzt nicht wegen dem blauen Zeug hier. Ich möchte einfach nur vorankommen. Dich kann man auch nicht scannen, ne? Ah, ist also schwierig. Weg was? Immer schön geradeaus. Ich habe jetzt eine Boje gesetzt. Der Rückweg sollte ja einigermaßen gut schaffbar sein. Ich muss bloß aufpassen wegen Riesen-Heslon. Ja, genau. In dem Moment immer stocken. Das ist mal sehr schick. Okay. Diesen Teil, ja. Das ist ein Nest. Ich weiß es nicht. Ist es ein Nest? Auf jeden Fall groß und heiß. Ich
Frage ist, wenn ich hier irgendwas scanne. Nö. Nö, nö, nö. Kann ich nichts scannen. So, wo hier zwei? Also, alle hopp, hier entlang bitte. Da oben ist er. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Vielleicht lässt er mich auch in Ruhe. Okay, hier gibt es irgendwas wie heiße Quellen. Besonders heißen Art. Dürfen ich bloß nicht die Warper erwischen. Mich hier aus meinem Anzug rausschmeißen, wenn ich in seiner Nähe bin. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht für mich. So. Aber er hat mich so ziemlich in Ruhe gelassen, ne? Also. Ich weiß gar nicht, ob er so böse ist. Diese Nachrichten von diesen einstigen Überlebenden, dass sie attackiert. Oder es gibt noch einen zweiten, der sie attackiert hat. Und der war eigentlich ganz friedlich. Ah, das ist ein Skelett. Ich vertraue ihm nicht ganz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich vertraue ihm nicht ganz. Ja, wahrscheinlich getötet. Ah, ist bloß. Ist hier hinten noch irgendwas? Oder habe ich mich die ganze Zeit geirrt? Und hier ist gar nichts mehr. Ja, unschön. Jetzt habe ich die Möglichkeit, tief zu tauchen. Ja. Ach, Mist. Warper. Mieser Warper, du. Also hier sehe ich nichts. Nur infizierte Fische. Hey, der ist auch so nah gebraucht. Irgendwas, was mir sagt, okay, hier geht's noch weiter. Diese Konstellation hier in der Mitte. Ich weiß auch nicht. Wirkt verdächtig. Ja, schön, danke. Schön fürs Reinfliegen hier geeignet. Ist genau das, was ich brauche. Ach, Mist, noch nicht genügend Energie. So, aber jetzt. Nach oben hier. Aber ist nichts außer ein paar widerlichen Warpern. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe hier. Unten ist schon wieder so ein Warper. Ah, nicht in mich hinein, nicht in mich hinein. Nein, nein, nein. So. Sollte ich mal wagen, ihn zu scannen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wo er gerade ist. Warte mal. Ganz kurz an die Uhr geguckt. Nicht wundern, es geht gleich weiter. Oh.
Oh, sehr heiß hier. Sehr, 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 sehr heiß hier. Hey, geh weg. Du kannst mir gar nichts. Ich bin viel zu stark für dich. Okay, jetzt schon mal nicht lang. Zack. Jetzt auch noch wieder raus. So, hier würde ich ein Päuschen machen. Beim nächsten Mal. Wer war das? Auf die Fresse. Auf die Fresse. Ja, da bin ich, ja. Merkst du selbst. Blödes Vieh. So, und beim nächsten Mal versuche ich vielleicht mal den zu scannen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.